Ist das schön. Oh, ich habe eiskalt geduscht, es war. Habe dabei ein Bier getrunken und wurde von zwei sehr schönen Angestellten trocken gerubbelt und eingecremt. Ich bin sowas von fit. Sie auch? Sind alle noch da? Wie schön. Andrea Nahles, Vorsitzende der SPD und der SPD-Bundestagsfraktion, und Brad Pitt haben sich getrennt. Also Brad von Angelina und Frau Nahles von ihrem Mann, das ist ja alles schon länger her. Aus Männersicht bedeutet das, beide Damen sind wieder salopp gesprochen in der Lostrommel. Wobei die Chancen bei Andrea Nahles zu landen größer sind. Denn sie wohnt in Deutschland, Angelina Jolie nicht. Und beide sind auch sehr unterschiedliche Frauentypen. Also Angelina ist mir echt zu klapprig, ne? Wenn der Augapfel mehr wiegt als der Arsch, hört's bei mir auf. Nun konnte man ja lesen, dass Angelina und Brad Pitt die Scheidung vielleicht dann doch nicht vollziehen wollen. Aber auf jeden Fall haben sie sich mal im Unfrieden getrennt. Sie soll ja schon vor 2,5 Jahren zu Brad gesagt haben, sie fühle sich von ihm nicht mehr angezogen. Er sei alt, fett und aufgebläht. Der Typ war 2-mal Sexiest Man Alive. Wenn die das schon zu dem sagt, ne, was? Ja. Aber ich glaube, der wahre Grund für die Trennung liegt in seiner Behinderung. Er hat in einem Interview mit dem Esquire gesagt, er leide an Prosopagnosie. Prosopagnosie kommt von to prosopon, das Gesicht, und heragnosia, das Nichterkennen. Prosopagnosie ist die Unfähigkeit, einen Menschen anhand seines Gesichts zu identifizieren. Da hat er sich ja die richtige Familie ausgesucht. Haben ja 6 Kinder, alle mit sehr speziellen Namen. Maddox, Pax, Sahara, Shiloh, Nox und Vivienne heißen die Kinder. Da ist es beim Frühstück wahrscheinlich so abgegangen. Morgen Maddox, Brad, das ist Pax. Oh, gut zu wissen. Aber sag mal, du kommst mir auch irgendwie bekannt vor. Prosopagnosie. Schreiben Sie sich das Wort auf. Ich bin ja xenologophil. Das heißt, ich liebe und sammle Fremdwörter und bringe sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit an. Dieses Hobby nennt man Apostokese. Unerwartete Verwendung schwieriger Wörter. Wunderschön, bringt jede Menge Spaß. So, wenn Sie zu einem sagen auf einer Party, sagen Sie mal, sind Sie Pädobaptist? Da macht der Blutdruck aber... Dann sollten Sie zeitnah die Erklärung liefern, Pädobaptisten sind Anhänger der Kindstaufe. Ja, damit wäre das geklärt und wir können uns dem nächsten Fremdwort zuwenden, indem es in der nächsten Geschichte geht. Das ist eines meiner besonderen Favoriten. Ich liebe es. Prokrastination. Wer von Ihnen leidet an Prokrastination? Prokrastination bedeutet Aufschieben von anstehenden Aufgaben oder Tätigkeiten. Ja, das haben ganz viele Leute. Man kennt es auch als Studentensyndrom. Das ist ein bisschen gemein, hat aber damit zu tun, dass das Phänomen bisher hauptsächlich an Studenten untersucht wurde. Eine hübsche Eindeutschung wäre Aufschieberitis.
Das ist auch schon Gegenstand von Aphorismen gewesen. Sir Peter Ustinov hat einmal gesagt, die Menschen, die etwas von heute auf morgen verschieben, sind dieselben, die es bereits von gestern auf heute verschieben. Aufschieben allein beschreibt das Phänomen aber nicht. Es ist genauso wichtig, dass man etwas anderes stattdessen tut, von dem man sich einreden kann, dass es in diesem Moment wichtiger wäre. Tatsächlich macht es nur mehr Spaß oder ist nicht so anstrengend oder nicht so mit der Gefahr des Scheiterns verbunden wie das, was man da gerade vor sich herschiebt. Als Beispiel könnte ich erzählen, wie dieser Text entstanden ist. Ich hatte seit Wochen vor, ihn zu schreiben, dachte eines Tages, so, heute aber. Sofort nach dem Frühsport fängst du an. Nun habe ich in meinem Sportraum einen großen Fernseher. Ich wusste gar nicht, dass Gabi Dohm so eine tolle Schauspielerin ist. Und dann mit Harald Schmidt auf dem Traumschiff. Also Wahnsinn, so lang bin ich noch nie gelaufen. Ja, jetzt schnell duschen und frühstücken. Der Text nahm in meinem Kopf schon Gestalt an. Ach scheiße, kein Brot mehr im Haus. Naja, wenn ich sowieso einkaufen muss, kann ich auch gleich fürs Abendbrot mit einkaufen. Ich arbeitete also meine zwei neuesten Kochbücher durch, entschied mich dann für Spaghetti Bolognese, machte meine Einkaufsliste und dackelte los. Vor dem Supermarkt traf ich eine alte Freundin, die ich lange nicht gesehen hatte. Sie wirkte traurig, ich sag, alles okay mit dir, fing sie an zu weinen. Wir gingen also ins Café nebenan. Sie erzählte, dass ihr Freund sie nach 6 Jahren wegen einer Jüngeren verlassen hätte. Zwischendurch rief meine Frau an, fragte, ob ich abends mit ihr ins Kino gehe. Ich sage, Schatz, ist ganz schlecht. Ich muss unbedingt einen Text fertig machen, der mir schon lange auf den Nägeln brennt. Da brauche ich Open End zum Schreiben. Wo bist du gerade? Im Café, frühstücken. Bist du allein? Ja, das heißt, ich habe die Lisa getroffen, weil es ist eine alte Freundin, der geht es. Dann war die Verbindung unterbrochen. Wahrscheinlich Funkloch, ne? Muss kein schlechtes Zeichen sein, aber wahrscheinlich. Frauen sind so rücksichtslos, nicht? Werden bei jeder Gelegenheit eifersüchtig, vorzugsweise ohne jeden Grund, denken keinen Moment darüber nach, dass sowas einen Autor massiv emotional am Schreiben hindern kann. Ich habe mir dann Lisas Geschichte 2 Stunden lang angehört. Wir waren inzwischen von Kaffee zu Wein gewechselt. Dann dachte ich, ich habe sie jetzt so weit stabilisiert, dass sie endlich einkaufen und dann schreiben kann. Pff, ging gar nicht. Wir haben dann zusammen eingekauft, gekocht und dann waren wir noch im Kino. Am nächsten Tag bin ich extra früh raus, da zieht was im hinteren Backenzahn. Mein Zahnarzt nahm mich dann auch als letzten dran. Hat aber nichts gefunden, auch beim Röntgen nicht, hat alles sauber gemacht, gut war es. Die Erleichterung war riesengroß, verlieh meiner Fantasie Flügel, hatte den Laptop in weiser Voraussicht dabei, bin gleich in mein Lieblingscafé gegangen. Das machen viele Autoren, andere Umgebung fördert die Kreativität. Das ist ein bisschen, als ob man Publikum hätte. Und oft genug schnappt man Gesprächsfetzen auf, die kolossal inspirierend wirken können. Zum Beispiel saß eine Frau am Nebentisch, die mit ihrer Tochter telefonierte, die offenbar gerade Mutter geworden war und Probleme beim Stillen hatte. Es ging um wundgebissene Nippel, Milchpumpen, beides jetzt nicht meine Kernkompetenzen. Machte mich auch beim Thema Prokrastination nicht weiter. Ich notierte mir aber in meinem Ideenordner Geschichte zum Thema Ablenkung durch Gespräche an Nebentischen. Dabei fällt mir natürlich die Szene aus Harry und Sally ein, wo die Dame am Nebentisch nach McRyans gefaktem Orgasmus bei der Kellnerin bestellt, ich nehme dasselbe wie die junge Dame. Sie erinnern sich. Ja, zufällig hatte ich den Film auf meinem Netbook, habe mir die Szene gleich nochmal angeguckt, hatte die Lautstärke vielleicht ein bisschen. Die Kellnerin kam dann, rief mich zur Ordnung. Ich rief dann umgehend ein Word-Dokument auf. Noch ehe ich überhaupt angefangen hatte, über eine Überschrift nachzudenken, machten sich die 3 Finger, mit denen ich immer tippe, selbstständig und schrieben
heute schon prokrastiniert? Wow, die Magic ist mit Händen greifbar. Wenn ich das Café verlasse, wird die Welt um meine tolle Glosse reicher sein. Mein Handy klingelt, ein befreundeter Autor. Sagt, du, hast du gerade Zeit? Ich muss mal wieder mit jemandem quatschen. Ich sage, du, das ist ganz schlecht. Ich sitze an einem Text, der heute fertig werden muss. Ja, sagt er, das bewundere ich an dir. Du bist so wahnsinnig diszipliniert. Das geht mir völlig ab. Ich lasse mich so leicht ablenken und schiebe Dinge vor mir her. Ich glaube, das war auch mit ein Grund, dass ich gerade einen dicken Auftrag verloren habe. Mir geht's echt nicht gut. Ach du Scheiße. Aus der Nummer komme ich natürlich nicht raus. Wenn ein Freund Hilfe braucht, dann hat das Vorrang. Offensichtlich hat er ja ein Prokrastinationsproblem. Vielleicht springt da noch was für meinen Text bei raus. Ich sage ihm die Adresse vom Café. Während ich warte, ruft meine Frau an, sagt, ich bräuchte mich nicht mehr zu bemühen. Sie hätte sich den Film mit einer Freundin angeguckt. Warum mir dann rausrutschte, ist ja witzig, ich auch. Da kommt wohl noch Beziehungsarbeit auf mich zu, aber jetzt ist erstmal der Kumpel dran. Er war noch angeschlagener als vermutet. Wir haben gleich Wein bestellt, bisschen was gegessen und sind dann in eine Bar gewechselt und haben uns besoffen. That's what friends are for. Als ich am nächsten Tag nach 2 Aspirin plus C wieder denken kann, fällt mir auf, dass ich meinen Computer wohl in dem Café vergessen habe. Ja, gut, frühstücken muss ich sowieso. Dann kann ich dabei gleich weiterschreiben. Die Kellnerin nimmt mich direkt in Empfang und sagt, Sie haben Ihr Netbook auf dem Tisch liegen lassen. Ich habe die Überschrift gesehen, heute schon prokrastiniert. Wir behandeln das Thema gerade im Studium. Ich habe einfach mal was geschrieben, Sie können es ja löschen. Vielen Dank. So, jetzt kommt ein Text, den ich ganz besonders... Das ist auch wieder eine ganz andere Textsorte. Das ist jetzt im Grunde Lebenshilfe. Uns alten 68ern ist ja beigebracht worden, nimm nicht alles hin, sei kritisch, hinterfrage. Ich darf Ihnen jetzt, wo ich auf den größten Teil meines Lebens zurückblicke, sagen, hinterfragen Sie vor allem das Hinterfragen. Wenn Sie alles hinterfragen, kommen Sie zu nichts anderem mehr. Zum Beispiel ist in manchen Hotels, wenn man abends zurückkommt ins Zimmer, die Bettdecke zurückgeschlagen. Das hat mich früher sehr irritiert. Da habe ich mich gefragt, warum ist die Decke jetzt zurückgeschlagen? Traut man mir das nicht zu? Ist das nur in meinem Zimmer oder wird das bei jedem Gast gemacht? Und wie hat das angefangen? Hat dann mal eines Abends ein Gast an der Rezeption angerufen und gesagt, guten Abend, mein Name ist Müller, Zimmer 104, ich weiß nicht, wie ich in mein Bett kommen soll. Können Sie bitte jemanden raufschicken? Ich möchte nicht wieder in der Badewanne schlafen. Oder ganz andere Sache, warum präsentieren sich viele Sängerinnen in den Musikvideos bei den Musiksendern so freizügig? Die Musik würde es nicht erfordern. Also was ist der Hintergrund? Ich kann mir vorstellen, dass die Frau denkt, ich kann nicht gut singen. Dafür entschuldige ich mich. Als Gegenleistung zeige ich Teile meines Körpers, die man sonst nur in der Sauna sieht oder in Pornofilmen. Ja, das ist nicht logisch, ne? Mich würde auch das Umgekehrte stören. Eine Pornodarstellerin, die sich ungeschickt anstellt und als Gegenleistung singt. Neuerdings sieht man ja immer häufiger auf dem Beipackzettel von Arzneimitteln oder Kosmetika
nicht an Tieren getestet. Das heißt, es wird gerade an mir getestet. Wenn ich es überlebe, weiß man, dass man es bedenkenlos Tieren verabreichen kann. Die meisten Ärger beruflich habe ich mal bei einem Gag gehabt. Da habe ich gesagt, ich bin gegen Tierversuche für die kosmetische Industrie. Die brauchen wir nicht. Ich weiß auch so, dass ein Dobermann mit Lippenstift scheiße aussieht. Ja. Da war was los. Ne? Ja. Irgendwo habe ich mal gelesen, bei Hochzeiten soll kein Reis mehr geworfen werden, weil die Tauben den fressen. Und wenn sie dann Wasser trinken, quillt der Reis im Magen auf und die Tauben platzen. Ich habe wochenlang im Park gesessen. Reis gestreut, Wasserschälchen aufgestellt. Ich habe sogar mit 5 Minuten Reis probiert. Alles Quatsch. Alles Quatsch. Die Kirche hat uns früher immer erzählt, die Schöpfung ist unendlich zweckmäßig. Alles hat einen Sinn. Mhm. Was ist mit Haaren am Hintern? Haben Sie sich das mal gefragt? Man sieht sie nicht und sie sind unhygienisch. Ne? Gut, als Filzlaus sehe ich es vielleicht anders, aber als Mensch. Und wenn man älter wird, wird es ja oben immer weniger, unten immer mehr. Ne? Irgendwann muss ich mir den Kopf abseifen, Hintern schamponieren. Haben Sie sich schon mal mit dem Handy beim Sex filmen lassen? Wer? Bin ich wieder der Einzige? Nein, tun Sie es nicht. Tun Sie es nicht, Sie würden bitter enttäuscht sein, also die Männer jetzt. Man sieht völlig anders aus als die Jungs in den Pornos. Einzige, was wirklich groß wirkt, ist der Hintern. Wie so 2 Doppelhaushälften. Ne? Nur mit Haaren. So, das war dieser Lieblingstext von mir. Jetzt kommen wir zur Titelgeschichte. Der König der Tiere. Diese Geschichte ist inspiriert von Aesop. Aesop kennen Sie. Griechischer Fabeldichter, 6. Jahrhundert vor Christus. Fabeln sind ja Geschichten, wo so menschliche Schwächen, Neid, Geiz, Dummheit abgehandelt werden. Und die Handlungsträger sind eben Tiere in aller Regel. Und ich möchte, damit Sie mal eine Vorstellung kriegen, möchte ich gerne eine Fabel, eine Originalfabel von Aesop vorlesen. Ganz kurz, die beiden Hähne. Von 2 Hähnen, welche um Hennen miteinander kämpften, behielt der eine die Oberhand über den anderen. Der Verlierer zog sich zurück und versteckte sich an einem dunklen Ort. Der Sieger aber flog aufwärts, stellte sich auf eine hohe Wand und krähte mit lauter Stimme. Da schoss ein Adler herab und trug ihn mit sich fort. Nun kam der Verlierer aus seinem Versteck hervor und gesellte sich zu den Hennen. Ja, hier zeigt sich, wie modern Olle Aesop ist. Ja? Denn diese Fabel hat ja offensichtlich Pate gestanden für einen Hühnerwitz, der noch heute fester Bestandteil des agrikulturellen Witzekanons ist. Hühnerhof, der Hahn ist schon alt, der Bauer holt einen jungen Hahn. Der junge Hahn wird ins Gehege gesetzt, der alte Hahn geht zu ihm hin, sagt, du, ich habe im Kampf keine Chance gegen dich. Ich überlasse dir auch alle Hennen, aber lass mir meine Lieblingshenne. Nö. Sagt der Junge, wie komme ich denn dazu? Ich will alle Hennen. Sagt der alte Hahn, pass auf, wir machen ein Wettrennen. Wenn ich gewinne, lässt du mir meine Lieblingshenne. Wenn du gewinnst, dann kannst du alle haben. Aber
Ich appelliere an deine Fairness, ich bin nicht mehr der Jüngste, also gib mir kleinen Vorsprung. Ja, ist gut, sagt der junge Hahn. Der alte Hahn läuft los, 2 Sekunden später läuft der junge Hahn los. Als er den alten Hahn fast eingeholt hat, gibt es einen lauten Knall, der junge Hahn fällt tot um. Der Bauer lädt die Flinte nach und sagt, scheiße, schon der dritte schwule Hahn die Woche. So. Der König der Tiere. Ich habe die falsche Brille auf. Ich denke, was sehe ich so verschwommen? Oh, Sie hätten ja auch was sagen können. Der König der Tiere, ja. Pff. Eines Tages versammelten sich die Tiere, um einen König zu wählen. Der Löwe meldete sich als erster. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn ich das schon höre, brüllte ein junges Zebra. Freundinnen und Freunde, wir sind Beutetiere für dich, wobei du faule Sau nicht mal selber jagst. Das lässt du deine Olle erledigen. Also für mich, und ich denke, ich spreche im Namen aller Vegetarier, kommt nur ein König in Frage, der keine Untertanen frisst. Zustimmendes Gemurmel war zu hören. Der Löwe wollte dem Zebra an die Gurgel, aber sofort stellten sich erstaunlich flink 2 Elefanten davor und trompeteten warnend. Das war der erste. Ich denke, die Ernährung sollte bei der Eignung für das Königsamt nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen, meldete sich die Gepardin zu Wort. Wichtiger ist wohl die persönliche Lebensleistung. Ich bin alleinerziehende Mutter, habe aktuell 7 Kinder wie Frau von der Leyen, die ich 2 Jahre ernähren werde, also meine Kinder, nicht Frau von der Leyen. Und ich bin das schnellste Landtier der Erde. Ich renne 100 Stundenkilometer in der Spitze. Da lache ich doch, schrie der Falke. Ich komme im Sturzflug auf über 300 km/h und bin damit das schnellste Lebewesen überhaupt. Außerdem schwebe ich über den Dingen, habe alles im Blick, kann bei Bedarf jeden meiner Untertanen warnen. Entschuldigt mal, Leute, rief der ranghöchste Bonobo, ein immergaler Zwergschimpanse. Man sollte doch vielleicht mal überlegen, ob man von seinem König nicht was lernen kann. So in Richtung emotionale Intelligenz. Wir Bonobos kennen keinen Streit, weil wir jede Meinungsverschiedenheit mit Sex aus der Welt schaffen. Ficken für den Frieden, sozusagen. Sex wird eindeutig überbewertet, brüllte ein riesiger Gorilla und trommelte sich auf die gewaltige Brust. Ein König muss was hermachen, um das mal ganz klar zu sagen. Er muss repräsentieren, er muss was in der Birne haben. Ja, das würde ich auch sagen, wenn mein Dödel nur 5 Zentimeter lang wäre, sagte ein Elefantenbulle und schlenkerte übermütig sein halb ausgefahrenes Prachtstück herum. Donnerwetter, dachte ein rassiger Araberhengst. Ich habe immer gedacht, ich bin nicht schlecht bestückt, aber dagegen, sag mal, was hast du da, 1 Meter? Etwa 1,50 voll ausgefahren. Damit habe ich letzte Woche 2 Ärzte K.O. geschlagen, die mir eine Spermaprobe entnehmen wollten. Also wenn das das Kriterium ist. Quatschimpanse. Kann ich nur einen König geben, rief die Wanderratte. Ich kann bis zu 500 Mal in 6 Stunden.
Ja, toll. Und wann willst du dann deinen Job als König machen? Fragte der Elefantenbulle. Ihr Kleintiere, haltet jetzt mal alle die Klappe. Das machen wir Großen jetzt mal unter uns aus. Ich lasse bei einer Entleerung 30 Kilo fallen. Versteht ihr? 30 Kilo. Ich kann ein komplettes Rattenrudel zuscheißen. Na, also langsam kommen die interessanten Themen auf den Tisch, rief das Känguru. Klimaschutz. Wir haben die Welt nur von unseren Kindern geliehen. Unter Umweltgesichtspunkten kann es nur einen König geben, mich. Wieso das denn? Du hast nur einen Müllbeutel, du trennst also nicht. Wir Kängurus furzen methanfrei. Entschuldige, rief die Eule, das heißt nur, dass du deine Fürze nicht anzünden kannst. Ansonsten wird Methan in der Atmosphäre zu Kohlenstoffdioxid oxidiert, trägt also zur globalen Erwärmung bei. Daraufhin ging das Känguru erstmal eine rauchen. Der Wolf meldete sich zu Wort. Ich möchte noch mal auf die Forderung des Zebras zurückkommen. Nicht wahr, dass der König seine Untertanen nicht fressen sollte. Nicht wahr? Also eigentlich fressen Wölfe lieber Fisch als Fleisch, nicht wahr? Woher hast du denn diese Weisheit? Fragte der Bär. Das habe ich in einem Lexikon des unnützen Wissens gelesen. Ach, Wölfe fressen Fische und können lesen. Das ist ja ganz was Neues. Den nimmt er als Angelköder wahrscheinlich einen Bücherwurm, wa? Alles lachte und der Wolf verzog sich in die letzte Reihe. So, Leute, wir haben jetzt allerlei Bewerbungen gehört. In meinen Augen läuft alles auf mich als König raus, rief die Giraffe. Ich bin Veganer. Hab den besten Überblick, sehe hinreißend aus, kann mir die eigenen Ohren auslecken, kann, wenn es sein muss, einen Löwen tottreten und bin ein Genusstier. Gibt ja nichts Schlimmeres als Asketen in Führungspositionen. Die gönnen sich selbst keine Freude, allen anderen aber auch nicht. Ich dagegen genieße jeden saftigen Bissen Laub, wenn er so langsam Zentimeter für Zentimeter die Kehle runtergleitet oder wenn es so heiß ist wie jetzt. Ein kühles Schlückchen Wasser, wie es Zentimeter für Zentimeter... Hast du eigentlich schon mal gekotzt? Die Giraffe würdigte den Bären keines Blickes. Giraffen sind mehrheitlich schwul oder bi. Das heißt, wir müssen uns nicht in Paarungs- oder Revierkämpfen aufreiben, sondern können uns ganz unserer Bestimmung als König widmen. Oder als Königin, ätzte der Löwe. Ein Tritt der Giraffe ließ ihn verstummen. Und ab sofort nur noch über seine gebrochenen Rippen nachdenken. In diesem Moment tauchte ein Menschenpärchen auf. Nennen wir sie Hänsel und Gretel. Gretel sagte, wir haben die Diskussionen verfolgt und gehört, was die verschiedenen Thronanwärter so an Qualifikationen vorzuweisen haben. Da ist uns aufgefallen, dass niemand intellektuelle Fähigkeiten genannt hat. Ich zum Beispiel habe einen Bachelor in Kommunikationswissenschaften und der Hänsel hier hat nach seiner Banklehre BWL studiert. Es wurde unruhig im Saal. Rufe wie, Menschen raus, die Natur braucht keine Klugscheißer, ey Fleischfresser, schnappt sie euch, wurden laut. Hänsel und Gretel retteten sich in einen nahegelegenen Fluss, wo sie leichte Beute der Krokodile wurden, die sowieso schon angefressen waren, weil man sie nicht zur Königswahl eingeladen hatte. Dort hatte sich gerade der Koalabär zu Wort gemeldet und sagte, Freunde, was soll der ganze Scheiß? Wir sind alle grundverschieden und machen unser Ding. Ich würde mir doch von einem König nicht sagen lassen, dass ich weniger als 20 Stunden schlafen oder meine Ernährung von Eukalyptus auf Sauerampfer umstellen soll. Dieser Meinung schlossen sich alle an. Und deswegen gibt es bis heute keinen König der Tiere. Vielen Dank. So, jetzt wird's makaber. Das ist eine meiner absoluten Favoriten.
Weil man gar nicht so genau weiß, was ist eigentlich makaber. Der Duden sagt, makaber ist durch eine bestimmte Beziehung zum Tod unheimlich oder mit Tod und Vergänglichkeit scherzend. Da denkt man ja erstmal an einen Witz. Liegt eine Schildkröte, völlig vertrocknet auf dem Rücken in der Wüste, neben ihr ein Handy. Daneben eine lebende Schildkröte, die sagt, ich bin sofort los, nachdem du angerufen hast. Die Hilfsbereitschaft rührt uns zutiefst. Die a priorische Aussichtslosigkeit der Aktion macht uns tief traurig. Das sind zwei starke Emotionen. Man muss mit starken Emotionen arbeiten. Hier steht, dass der Herbert jetzt erst am Freitag beerdigt wird. Ach, geht's ihm besser? Das ist vielleicht weniger makaber als einfach nur ein Witz über einen klassischen Ehetrottel, der verzweifelt versucht, den Eindruck zu erwecken, dass er seiner Frau zuhört. Aber jetzt, das ist makaber. Hat mir Ditsche damals erzählt. Beerdigung von Lady Di. Prinz Charles ist mit den beiden kleinen Prinzen, Harry und William, natürlich da. Prinz William fragt, Papa, warum sind hier so viele Leute? Das ist immer, wenn Elton John singt. Da kommen wir dem Verständnis von makaber schon näher. Das war ja nur ein Witz, aber ernst gemeint ist dieser Passus aus einer Altenheimregelung der Stadt Heidelberg. Am Entlassungs- oder Todestag ist das Zimmer bis spätestens 12 Uhr zu räumen. Oder ein Kommentar zum Bundesreisekostengesetz. Stirbt ein Bediensteter während einer Dienstreise, ist die Dienstreise damit beendet. In Rotterdam gibt es ein Naturkundemuseum. Der Direktor hat ein makabres Hobby. Er sammelt Tiere, die auf seltsame Art zu Tode gekommen sind. Unter anderem hat er einen Wels, also einen Fisch, der einem Mann aus der Speiseröhre operiert werden musste. Geschichte ist die, der Mann und seine Freunde waren besoffen irgendwo, wo es ein Aquarium gab, mit Goldfischen. Da haben die besoffenen Kerle die Goldfische aus dem Aquarium geholt und runtergeschluckt. Als die Goldfische alle waren, wollte er sich den Wels greifen, nicht wissend, dass Welse, wenn sie sich bedroht fühlen, ihre stachelige Brustflosse aufstellen. Dieser Wels wurde dem Mann in einer 2,5-stündigen Notoperation aus der Speiseröhre entfernt, was er nicht überlebte. Der Wels. Sonst wäre ja der Mann Teil der Ausstellung, was ihm eigentlich recht geschehen würde. Makabres gibt es überall, auch in der Luft. Flugkapitän meldet sich. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich spreche hier, Flugkapitän. Aus gegebenem Anlass darf ich Ihnen mitteilen, dass soeben alle vier Triebwerke ausgefallen sind, sodass wir zeitnah im Indischen Ozean landen werden. Und jetzt die gute Nachricht, das Rauchverbot ist aufgehoben. Fallschirmspringen kann auch makaber sein, wenn der Schirm sich nicht öffnet und man ungebremst fällt. Das dauert je nach Höhe bis zu 2 Minuten. Da könnte man noch eine SMS schreiben. Vielleicht mit folgendem Wortlaut. Vielen Dank, liebe Enkel, dass ihr mir diesen Sprung zum 70. Geburtstag geschenkt habt. Bestimmte Euphemismen sind auch schön aus der Hotelsprache. Wissen wir, dass eine kalte Abreise ist, wenn ein toter Hotelgast abtransportiert wird? Kalte Abreise. Wunderbar sind auch Stielblüten, Zeitungsfehlleistungen, Kieler Nachrichten anlässlich der Kieler Woche. Ein Ertrunkener, 46 Körperverletzungen, 7 Straßenraube, 2 Dutzend Taschendiebstähle. Auch diese Bilanz spricht für ein fröhliches und friedliches Fest.
Oder der Flyer einer Brauerei, die zu einer Party einlädt. Für Kinder Riesensandkiste und Strohhüpfburg, Kinder werfen und Dosen schminken. Das nennt der Linguist Kontamination, wenn zusammengesetzte Substantive falsch kombiniert werden. Ne? Kann man auch als Partysprachspiel nehmen. Kleiderweihe und Priesterständer. Erstrente und Witwenbesteigung. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Nach der Todesangst, das kann jeder Verstorbene bestätigen, stellt sich eine große Gelassenheit ein. Oder evangelischer Gemeindebrief Dachsenhausen. Gemüse und Kartoffeln werden im Pflegeheim zusammen mit den alten Bewohnern zu einer Gemüsesuppe verarbeitet. So. Jetzt kommt die zugehörige Geschichte. Ich muss nicht betonen, wie sehr ich diese Geschichte liebe. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaue mich nur um. Aber wir sind ein Beerdigungsinstitut. Ich weiß, mir wäre ein C&A auch lieber gewesen, aber Sie sind nun mal das einzige Geschäft in dieser Straße. Verzeihen Sie, ich finde es einigermaßen irritierend, wenn sich jemand ohne konkreten Anlass in einem Beerdigungsinstitut umschaut. Ach, es wäre Ihnen also lieber, wenn meine Frau gestorben wäre. Selbstverständlich nicht. Oder mein Kind. Wie können Sie so etwas annehmen? Na, sind wir uns ja einig. Ich bin auch froh, dass meine Frau noch lebt und ein Kind haben wir nicht. Das tut mir leid. Muss es nicht, wir wollten keins. Es hat nicht in unsere gemeinsame Lebensplanung gepasst, präziser formuliert in meine. Verstehe. Wieso das denn? Sie kennen mich doch gar nicht. Natürlich nicht. Ich hasse Kinder. Sie kosten Geld, beanspruchen jede Menge Zeit, machen einem nur Probleme. Wenn sie einem die besten Jahre des Lebens gestohlen haben, gucken sie einem im Arsch nicht mehr an und lassen einem verrecken. Apropos, was kostet dieser dunkelbraune Sarg da und was für ein Holz ist das? Eiche, ein wunderschönes Stück und er kostet 3.200 Euro. Ho, das ist ja doch sehr happig dafür, dass die Leute ihn nur einmal kurz während der Beerdigung sehen. Was kostet der billigste? Das wäre dann dieses Modell, Kiefer. Das helle Holz wirkt auf manche freundlicher als dunkles. Ich denke, dass jedes Holz auf einen Toten gleich wirkt, nämlich gar nicht. Was kostet der Schaden? 1.400 Euro. Ja, sieh mal einer an, 1.800 weniger. Dafür kann man es im Puff noch mal ganz schön krachen lassen. Kann ich mal Probe liegen? Das überrascht mich jetzt ein wenig. Das sagte Eva auch, als sie Adams erste Erektion sah. Helfen Sie mir mal mit dem Deckel. Sie wollen wirklich? Ja, ich möchte mir ein exaktes Bild machen, wie ich die Zeit verbringe, die mir die Würmer lassen. Machen Sie den Deckel richtig drauf. Wenige Minuten später betrat ein älteres Paar das Geschäft. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Es ist wegen unseres Vaters. In dem Moment hörte man... Hey, ich will raus! Der Notarzt konstatierte bei beiden Senioren einen zeitgleichen Herzstillstand. Die Hinterbliebenen betrauten den Bestatter der Einfachheit halber mit der Abwicklung. Also praktisch drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Seitdem beschäftigen immer mehr Beerdigungsinstitute unter der Hand Probeliger. So, jetzt kann man schon von der Fortführung einer Reihe oder einer Serie sprechen. Ich hatte auch in dem Band davor, dem 13. Buch, das ist ja das 14., ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, im Januar kommt das 15. Das wird mein erster Roman sein. Vielleicht schon mal vormerken.
Diese Reihe sieht so aus, ich habe einige Geschichten geschrieben, die das gleiche Setting haben. Ein Pärchen frühstückt oder auch nicht, jedenfalls liegt im Bett, offensichtlich sonntags, also keiner muss arbeiten. Und sie haben Zeitungen oder Bücher, lesen sich daraus vor und daraus entwickelt sich dann ein Gespräch. Das ist die Situation. Sie fängt an. Du hör mal hier, in England machen Paare Sexverträge und Psychologen sagen, das hilft. Wobei? Bei der Beziehung. Kann wieder neuen Schwung reinbringen, wenn man einen Abend zum Pärchenabend macht, an dem eine Sexfantasie ausprobiert wird. Was schwebt dir denn da so vor? Weiß ich nicht, müsste ich mal überlegen. Aber wir haben doch tollen Sex. Also ich. Bitte? Ich finde ihn toll, du nicht? Ja, schon, aber mal ein bisschen was anders wäre auch schön. Du fantasierst doch wohl nicht von anderen Kerlen. Nein, kommst denn darauf? Ach, guck mal hier, George Clooney hat beim Heiratsantrag 28 Minuten vor seiner Frau auf den Knien gelegen. Hat er eine Stoppuhr dabei gehabt? Und wieso so lang? Wollte sie nicht? Wahrscheinlich hat er einfach nur Arthrose und ist nicht wieder hochgekommen. Ach, du bist sowas von unromantisch. Aber das wäre doch mal ein schönes Spiel. Du kniest dich vor mich hin und erzählst mir, was du alles toll an mir findest. Warum soll ich mich denn dabei hinknien? Damit ich mich fühlen kann wie George Clooneys Frau. Das ist eine Sexfantasie. Raffst du denn gar nichts? Warum willst du dich denn fühlen wie George Clooneys Frau? Können wir nicht einfach schön poppen und du fühlst dich wie meine Frau? Es ist hoffnungslos mit dir. Jetzt denk doch mal mit. Natürlich läuft es irgendwann immer aufs Gleiche raus, aber den Weg kann man doch mal anders gestalten. Okay. Hier, wie findest du das? Weil eine Wespe unter ihr Kleid geflogen war, brach eine Autofahrerin in Mainz in Panik aus und lenkte ihr Auto in einen Graben. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals. Gut, das können wir weglassen. Aber du kannst also tun, als hättest du eine Wespe unterm Kleid. Ich komme dir zur Hilfe, suche sie, finde sie, töte sie und zur Belohnung? Ich trage keine Kleider. Ja, das ist auch so ein Punkt. Ich finde Kleider toll. Du könntest ruhig mal eins anziehen und dann spielen wir das mit der Wespe. Gut, dann gehen wir jetzt ein Kleid kaufen. Wieso das denn? Du hast doch genug. Eben nicht. Die habe ich verschenkt. Einige passten nicht mehr, die anderen waren aus der Mode. Dann ziehst du eben eine Schürze an oder einen Bademantel. Wusstest du, dass Geiz ein echter Beziehungskiller sein kann? Jetzt mach mal halblang. Du hast zugelegt. Deine Kleider passen dir nicht mehr. Jetzt soll ich dir eins kaufen, obwohl du nach eigener Aussage keine trägst. Für meine Sexfantasie brauchen wir kein neues Kleid. Also ist es rausgeschmissenes Geld. Aber was hältst du von einer Diät? Bitte? Hier steht was von einer tollen neuen Diät aus Amerika. Du darfst alles essen, was du willst. Aha. Und wo ist der Haken? Du musst es vor einem Spiegel essen. Nackt. Hör mal, das finde ich ja noch viel toller als das mit der Wespe. Wir lassen uns eine Pizza kommen und machen das. Sag mal, kann es sein, dass du diese Diät-Idee nicht kapierst? Wie jetzt? Du siehst dich nackt und sollst denken, ih, bin ich fett, diese Pizza esse ich jetzt nicht. Verstehe. Und weiter denke ich, wenn sie mich genauso fett findet, wie ich mich finde, wird sie keinen Bock auf mich haben. Und was bleibt dann noch? Die Pizza. So. Manche Ideen, und damit nähern wir uns unaufhaltsam dem Ende dieses kühlen Abends. Ja, es haben Sie ja selbst in der Hand.
Manche, habe ich das schon gesagt, manche Ideen liegen auf der Straße? Nein. Bitte? Soll das jetzt ein Rauschmiss sein? Nein, Sie können hier sitzen bleiben, solange Sie wollen. Das ist ich glaube, gegen drei wird sauber gemacht. Dann können Sie die Frau noch mal fragen. Manche Ideen liegen auf der Straße, man findet sie wie eine Geldbörse. Ich habe wirklich mal eine Geldbörse gefunden und nun muss man wissen, ich lebe nach Kants kategorischem Imperativ. Wie lautet er? Was? Ehrlich wert am längsten? Nein, das ist er nicht. Nein, was du nicht willst, dass man dir tut, das ist Konfuzius. Das war 2.500 Jahre früher, meint aber dasselbe. Der kategorische Imperativ, es gibt mehrere Formeln, die gängigste lautet, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit allgemeines Gesetz werden können. Ich warte, bis der Applaus sich gelegt hat und fahren wir fort. Also, was die Jungs meinen, Kant und Konfuzius, wenn wir etwas tun, das Konsequenzen für andere hat, dann sollten wir uns einfach mal an die Stelle dieses anderen versetzen und uns fragen, wie wäre im umgekehrten Falle uns zumut. Und jetzt zurück zu dieser Brieftasche. Waren fast 3.000 Mark drin, viel Geld damals. Habe mich hingesetzt und mich gefragt, was würde ich denken, wenn ich das Geld verloren hätte? Und ich habe mir aufrichtig geantwortet, ich würde denken, geschieht dir recht, du Trottel? Da musst du besser aufpassen, das wird dir eine Lehre sein. Also habe ich das Geld behalten. Nein, das hätte ich nicht gemacht. Meine Frau hat es mir weggenommen. Gut. Was ich sagen wollte, ist, die Idee zu diesem Text habe ich einfach im Internet gefunden. Und zwar gibt es eine wunderbare Seite der Süddeutschen, gutefrage.net. Da kann man Fragen einstellen, bekloppte Fragen, und kann sie beantworten. Also das ist einfach ein schönes Spiel. Ich habe ein paar Fragen genommen, die mich angesprochen haben, haben sie mal probeweise beantwortet, aber eigentlich ist das eine Anregung für Sie, hinzugehen und desgleichen zu tun. Erste Frage, kann durch die richtige Beleuchtung die hässlichste Person hübsch sein? Ich habe geschrieben, es gibt Menschen, denen man sagen möchte, du hast ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Aber es gibt Dinge, die man auch einer Mutter nicht abverlangen sollte. Das sagt man natürlich nicht. Stattdessen sagt man, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und Fontane hat gesagt, es ist alles eine Frage der Beleuchtung. Und dann macht man das Licht aus. Haben Zebras eigentlich weiße oder schwarze Streifen? Beides. Darunter sind sie grün. Ich habe einen ganzen Eiswürfel verschluckt und er ist noch nicht wieder rausgekommen. Was tun? Froh sein. Wenn er wieder rausgekommen wäre, wärst du stark unterkühlt. Wieso sieht man auf Fotos anders aus als im Spiegel? Weil Fotos oft vor langer Zeit aufgenommen wurden. Das Bild im Spiegel hingegen zeigt den neuesten Stand an. Meine Freundin will Schluss machen. Ich auch. Was sollen wir tun? Erst mal drüber schlafen. Hey, ich habe eine Rose gemalt. Was kann ich dazu malen? Eine Schießbude drumrum. Mit vielen anderen Blumenbesitzer und 8 Kunden mit Gewehren. Im Hintergrund ein Riesenrad. Oder noch 6 Rosen, dann hättest du einen Strauß.
Oder einfach einen Sarg, auf dem die Rose liegt. Oder vielleicht auch nur einen Arsch, aus dem sie keck in den Himmel ragt. Es macht so einen Spaß. Wo finde ich einen ungestörten Ort für Geschlechtsverkehr im Raum NRW, wenn es zu Hause nicht geht? Bei Google Maps. Können Zwerge nachts etwas sehen, wenn sie an den Lichtschalter kommen? Kann man echt Gewicht verlieren, wenn man seinen Bauch reibt? Wenn man selber reibt, wird es mühsam. Wenn man sich unter eine Zementmischmaschine legt, geht es besser. Wie kann ich rausfinden, ob ich wirklich die Mutter meines Babys bin? Frag den Vater, vielleicht kann der sich erinnern. Wie stellt man die Waage auf Winterzeit um? Muss man nicht. Man muss die Frühlingsrolle nur in Winterspeck umbenennen. Vielen herzlichen Dank. Sie waren wunderbar. Dankeschön. Ich bedanke mich. Sie sind sehr, sehr tapfer. Seite 129. Ich nehme das nicht übel, dass da schon welche gegangen sind. Ist völlig klar, was die wollen. Die ersten am Bücherstand sein. Damit sie nicht so lange warten müssen nachher. Ist der Zeitgeist eigentlich immer sinnvoll? Ne. Heutzutage fallen 90% aller Äußerungen, die früher mal als nette Anmache durchgegangen wären, unter Sexismus. Amerika ist da Vorreiter. Man kann dort als Student der Uni verwiesen werden, wenn man eine Frau nur anguckt. Das kann die nämlich als sexuelle Belästigung deklarieren und zur Anzeige bringen. Jetzt nehmen wir mal an, ich sitze in Amerika als Student in der Mensa, löffle meinen Eintopf. Eine unglaublich hässliche Kommilitonin setzt sich mir gegenüber. Ich gucke sie an. Dann sagt die, hör auf, mich anzustarren, du Perversling, oder ich zeige dich an. Was kann man dann sagen? Bitte entschuldige, ich wollte dich nicht anmachen. Ich habe einfach noch nie so eine hässliche Frau gesehen. Darf ich ein Foto machen? Ja. Gut, man kann es versuchen. Ne? Was auf keinen Fall geht, wenn sie hübsch ist, sagen, wie viel Hoffnung auf einer Skala von 1 bis 10 gibt es, dass wir beide heute noch in der Kiste landen? Dann sagt sie natürlich, hör auf, mich anzumachen, du Perversling, oder ich zeige dich an. Also bei mir würde sie das sagen, bei George Clooney nicht. Die Entscheidung, was ist Sexismus und was willkommener Flirt, liegt natürlich bei der Frau. Ich habe mir jetzt eine Möglichkeit überlegt, wie man die Flucht nach vorne antreten und ebenfalls die juristische Keule ins Spiel bringen kann. Ich setze mich zu einer Frau an den Tisch irgendwo in der Kneipe, starre sie an. Sie wird sagen, was starren Sie mich so an? Dann sage ich, ich treibe Sport. Was? Ja. Einer Studie zufolge ist 10 Minuten eine schöne Frau angucken genauso gut für Herz und Kreislauf wie eine halbe Stunde Sport. Und das hat mir der Arzt verordnet für meinen Blutdruck. Sie können ihn gern anrufen. Wenn Sie jetzt Schwierigkeiten machen, kriege ich Sie ganz schnell dran wegen unterlassener Hilfeleistung.
Der Mitteleuropäer fühlt sich ja sogenannten primitiven Kulturen gern überlegen. Völlig zu Unrecht oft. In Namibia sitzt ein Buschmannsvolk, das gegen Geld vor Publikum Kulturtechniken demonstriert, wie zum Beispiel seine Brautwerbung. Es geht so. Der Mann schießt der Angebeteten einen Pfeil auf den Po. Jetzt kann die Frau den Pfeil A zerbrechen, B zurückgeben, das heißt, er kann es später nochmal versuchen, C, sie nimmt den Pfeil und hält ihn ans Herz. Das war super. Ich hatte sofort ein Bild vor Augen, wie ich Single-Partys damit veranstalte, was man alleine mit dem Verkauf der leicht überteuerten Flitzebögen verdienen könnte. Extra Spaß sind heutzutage für mich Interviews mit Frauenzeitschriften, Frau im Koma oder wie sie alle heißen. Da kann ich nochmal auf alte Programme zurückgreifen. Es kommt immer die Frage, flirten Sie gerne? Und dann sage ich, in einem früheren Programm hatte ich mal einen Text mit Baggersprüchen. Nummer eins war, gnädige Frau, ich fürchte, es gibt Krieg. Mein Säbel juckt. Das ist ein Klassiker, den hat Caroline Kebekus in ihrem ersten Programm auch gehabt, nicht wissend, dass ich auch schon mal hatte. Ich habe ihn ja auch nicht erfunden. Und sie hat ihn wunderbar fortgesetzt mit, vielleicht solltest du den Säbel mal waschen. Also, es gibt Sachen, die nicht tot zu kriegen sind. Nummer zwei. Sagen Sie, haben Sie Wasser in den Beinen? Meine Wünschelrute schlägt aus. Ein bisschen alternativ. Auch sehr schön. Nummer drei ist mein Favorit. Kennen Sie den Liebesruf der Riesenmuschel? Nein? Willst du ficken, ey? Nummer vier war dann was Softes. Finger anfeuchten, Frau antippen und sagen, jetzt aber schnell raus aus den nassen Klamotten. Ja, dann kam mir erst der Gag, ne? Dann habe ich gesagt, ja, jetzt denken einige, scheiße, nichts zu schreiben dabei. Müssen sie dann sehen, dass sie nachher in der Disco nicht durcheinander kommen und vielleicht so anfangen. Na dies? Gibt Krieg. Ja. Gut, ich meine, Das ist natürlich durch, das steht doch alles im Internet, Standardlauge, wie die jungen Leute sagen. Vor allen Dingen passt es nicht zu einem älteren Herrn, das ist ja völlig klar. Ich kann ja auch mit 70 nicht mehr sagen, zeigst du mir deine Muschi so, oder muss ich erst mit den Breckis rascheln? Das kann... Das kann der Pocher machen, ne? Nein, Sie. Liebestagebuch. Den ganzen Tag habe ich aus meinem Buch vorgelesen. Der größte Erfolg waren die Breckis. Nein, als Älterer, als Seniorflirter müssen Sie es über den anspruchsvollen Humor versuchen. Gehen Sie zum Beispiel in einen Supermarkt, halten sich in der Obstabteilung bei den Bananen auf, warten Sie, bis eine Frau kommt, die Ihnen gefällt, dann nehmen Sie einen. Dann sagen Sie Klingelingeling, nehmen eine Banane. Ja, wer ist da? Lottogesellschaft. Was habe ich gewonnen? 8 Millionen. Ja, hören Sie, können wir das morgen bereden? Ich stehe gerade kurz vor einer Verabredung mit einer wahnsinnig aufregenden Blondine. In einem geringelten T-Shirt. Und wenn sie dann lacht, dann wissen Sie, die ist ein bisschen blöd, da geht was. Vielen Dank. Die waren ganz toll. Dankeschön.
herzlichen Dank. Nein, ist ja nicht zu fassen. Bitte? Ich hab eine Klimaanlage. Aber ist kaputt. Ja, ich habe ja, das habe ich glaube ich nicht erzählt, ich plane ja noch eine Doktorarbeit über Witze. Und das ist ein, also der Witz, Geschichte, Entstehung, Interpretation. Und hier ist ein kleiner Auszug. Ein schwarzer Sägewerksarbeiter verliert bei seiner Tätigkeit den Mittelfinger der rechten Hand. In der Klinik sagt man ihm, man habe da zufällig noch einen Finger, den man ihm annähen könne, der sei allerdings weiß. Ob das ein Problem wäre? Nö, sagt der Arbeiter, kein Ding. Die nähen ihm den weißen Finger an, er fährt mit seinem neuen weißen Finger mit der U-Bahn nach Hause, hält sich an der Stange fest. Altes Mütterchen sagt, na Herr Schornsteinfeger, in der Mittagspause mal wieder voll zu Hause vorbeigeschaut. Sicher findet sich jemand, der sagt, dieser Witz ist rassistisch, macht sich über Mitbürger mit dunkler Hautfarbe lustig. Dummes Zeug. Dieser Witz singt das hohe Lied einer Seniorin, die noch im Vollbesitz ihrer Fantasie ist. Sie sieht einen schwarzen Mann mit einem weißen Finger und das Erste, was ihr einfällt, ist ein weißer Mann, der seiner Frau in der knapp bemessenen Mittagspause eine Stippvisite abgestattet hat. Ein Vorgang, dem sie offenbar keineswegs ablehnend gegenübersteht. Vielleicht wäre sie sogar selbst gern Frau Schornsteinfeger. Gleichzeitig kündet die Geschichte von einer Wachablösung. Was früher der Kindermund war, der uns unter dem Deckmantel der Unschuld herrliche kleine Sauereien bescherte, wird angesichts der demografischen Entwicklung in unserem Land in naher Zukunft der Seniorenschnabel sein. Kleines Beispiel für Kindermund, falls Sie jetzt ganz parat haben. Eine Mutter und ein kleines Töchterchen sind in der Badeanstalt, in der Dusche, duschen. Das Kind sagt, Mami, du hast doch da eine Vagina, ne? Ja, Schatzi, ich hab da eine Vagina. Und ich hab ein Vagänchen. Ja, Mädchen, du hast ein Vagänchen. Und die Oma hat einen Waggon. Das wäre so. Noch eine zweite Geschichte. Wir waren ja bei den Senioren als Helden. Ein 47-jähriger Mann findet, er sieht alt aus, spendiert sich zum Geburtstag ein Lifting. Es wird super. Auf dem Weg nach Hause kauft er eine Zeitung, fragt den Kioskbesitzer, sagen Sie, was glauben Sie, wie alt ich bin? Weiß ich doch nicht, 33 vielleicht. Oh. Toll, danke, ich bin 47. Schön für Sie. Dann geht er zu McDonald's, bestellt, bezahlt, fragt das Mädel an der Kasse, was schätzen Sie, wie alt ich bin? Ach, weiß ich nicht, vielleicht 29? Oh, vielen Dank, gib dir 5 Euro Trinkgeld. Trinkt noch ein Bier auf dem Weg zur Bushaltestelle, betrachtet er sich in jeder Schaufensterscheibe. Im Bus setzt er sich neben eine ältere Dame, sagt, darf ich Sie fragen, wie alt Sie mich schätzen? Sagt sie, ich bin 82, ich habe die Brille vergessen. Aber als ich jung war, konnte ich bei Männern immer das Alter erraten, indem ich ihnen den Schlüpper gepackt habe. Ich könnte ja mal gucken, ob es noch klappt. Ja, nur zu, sagt der Mann, legt sich den Regenmantel über den Schoß und sagt, nur mal los. Die alte Dame fummelt sich in seine Hose. Rührt ein bisschen rum, sagt, Moment, ich hab's gleich. Sie sind 47 Jahre alt.
Unglaublich. Wie ist das möglich? Ich stand bei McDonald's hinter Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Sie waren zauberhaft. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Schönen Abend noch.